Captain Snyder. Ja, schon wieder ist eine Woche vorüber und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dem heutigen Utzschneiders Weekly. Wir werden uns heute beschäftigen mit unserem aller Lieblingsindex, dem DAX 40 Performance Index und speziell mit einer seit einigen Tagen auftretenden Umkehrformation. Ja, Umkehrformation. Ich habe auch schon in diversen Medien, vor allem auch hier bei Cap Inside, bei Utzschneiders Wochenausblick, ja Anfang der Woche auch schon darüber geschrieben. Denn die Entwicklung im DAX macht im Moment ein bisschen Sorge. Es gibt einige Warnsignale und wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch im übergeordneten Abwärtstrend. Deswegen möchte ich Ihnen heute mal speziell und ganz besonders mit Ihnen hier den DAX analysieren, worauf wir uns hier vielleicht zum Ende der Woche, zu Beginn der neuen Woche einstellen müssen, denn die Risiken sind nach wie vor da. Die geopolitischen Risiken haben sich verschärft und dementsprechend Holzauge sehr wachsam und speziell beim DAX. Ja, auf welche Marken kommt es denn jetzt an? Teile kurz den Bildschirm. Ja, ich habe es hier auch schon mal tituliert: Island Reversal und mögliches Gap Closing. Heißt, das sind die zwei Begriffe, auf die wir heute eingehen, auf die wir uns einstellen müssen. Natürlich, Sie kennen das Disclaimer, es ersetzt hier keine individuelle Beratung, es ersetzt kein individuelles Anlagegespräch. Von daher wenden Sie sich an Ihren Berater, Ihre Beraterin, am besten Ihres Vertrauens und sprechen Sie Ihre Anlagen bzw. Ihre langfristige Planung mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater durch. Ich kann das natürlich nicht ersetzen, aber Ihnen einen Einblick geben, wie es denn in unserem Leitindex, dem DAX 40, im Moment so aussieht. Ja, reif für die Insel. Island Reversal heißt auch auf Deutsch Inselumkehrformation. Impliziert natürlich eine etwas entspannte Situation. Man könnte meinen, da kommt was Schönes auf einen zu, aber dieser Begriff Inselumkehrformation, den man vielleicht mit Urlaub, Sonne, Strand und Meer assoziiert, der ist nichts anderes als eine knallharte Umkehrformation. Und was vorher für Euphorie gesorgt hat, kann dann ganz schnell, ich sage jetzt mal nicht in Hysterie, aber in Ernüchterung umschlagen. Und was bedeutet das jetzt? Kurz und knapp, Island Reversal ist eine Umkehrformation. Man erkennt sie nur mit den Candlestick-Charts, mit denen die technischen Analysten oder wir Charttechniker ja hauptsächlich arbeiten. Und dem Ganzen ist ein Gap, in der Regel oder in unserem Fall jetzt ein Eröffnungs- und ein Ausbruchsgap vorangegangen, also eine Kurslücke. Bedeutet jetzt im Speziellen hier, den Chart kennen Sie, das ist der DAX 40 Performance Index. Wir sind in einem übergeordneten Abwärtstrend. Das ist diese gestrichelte rote Linie. Dieser übergeordnete Abwärtstrend hat sich jetzt wieder verschärft, weil wir natürlich hier auch Probleme hatten mit der 38er-Tage-Linie und mit einer horizontalen Widerstandslinie aus der Charttechnik. Das heißt, wir haben jetzt die klassische Situation hier, wurde ein Gap eröffnet, also eine Kurslücke gemacht. Wir hatten hier große Euphorie. Das waren hier ja mögliche erfolgreiche Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland. Das Ganze hat sich dann wieder relativiert und ist, ich sage jetzt mal, in Ernüchterung umgeschlagen von der geopolitischen Seite her. Und das liest man natürlich oder das sagt uns im Moment auch der Chart. Und jetzt haben wir ein großes, ja, Problem noch nicht, aber ein großes Warnsignal, diese Inselumkehrformation. Tritt auf nach einem Gap. Dieses Gap haben wir hier. Na, wo ist mein Cursor? Hier sehen Sie dieses Gap, diese Ausbruchslücke. Und leider hat sich kein Momentum danach stark ausgebildet. Die Anschlusskäufe blieben aus und wir sind an der 38-Tage-Linie gescheitert. Bedeutet jetzt hier der gleiche Chart nochmal, nur eben auch mit dem Gap, mit dem abgetragenen Gap hier, diese beiden rosa Linien. Also unsere nächste Supportmarke, die auch heute am 24.03. Intraday getestet wurde. Wir sehen das hier,
an diesem Kerzenchart, an dieser Candle mit dem Tagestief. Die nächste Supportlinie, auf die wir ganz klar achten müssen, ist die 14.183. Denn das ist das obere Ende dieses Gaps. Wenn wir diese Linie unterschreiten, können wir ganz schnell auch wieder auf 13.975 zurückfallen. Bedeutet zum einen, wir sind psychologisch unter der 14.000er Marke. Aber wir Charttechniker oder technischen Analysten befassen uns zwar zum einen klar mit der Psychologie, aber das andere wäre natürlich eine mögliche Dynamisierung des Abwärtstrends und vielleicht sogar ein Herausfallen aus dem Abwärtstrend nach unten und somit eine Verstärkung der Abwärtsdynamik bis auf Weiteres. Und dann sehen wir natürlich die nächsten wichtigen Supportlines sind dann bei 13.095, 13.025 hier unten zu finden, wenn Sie meinen Cursor beobachten. Also das ist im Moment die Situation im DAX. Nicht in die Sonne legen, auf die faule Haut und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Das will uns ein Island Reversal nicht sagen, sondern Island Reversal, drei Ausrufezeichen im Speziellen jetzt. Deswegen auch heute in Utzschneiders Weekly der DAX, weil wir eben heute diese ja, obere Gap-Linie getestet haben, wir jetzt dieses Gap wieder ansteuern und dementsprechend könnte ganz schnell ein Rutsch von 14.183 auf 13.975 passieren. Ist zwar in absoluten Zahlen, es könnte man sagen, naja, das ist doch nicht so viel, aber es ist natürlich vom Signal her ein Gap-Closing, ein Rückfall in die alte Abwärtsdynamik, vom Abwärtstrend in die Abwärtsdynamik. Deswegen ist mein großer Ratschlag, passen Sie auf, sind Sie im Moment wirklich vorsichtig, beobachten Sie für den Rest der Woche und auch Anfang nächster Woche wirklich die 14.183, um hier nicht plötzlich, ja, unerwartet Schiffbruch zu erleiden, wenn man hier dieses Südsee-Metapher auch sehen will. Und bitte, bitte passen Sie hier auf. Ja, das in aller Kürze, aber notwendigen Ausführlichkeit zum DAX, denn es ist klar, wir haben weiterhin hohe Risiken. Das Wort Atomwaffen wurde zuletzt vom russischen Verteidigungs- und auch Außenminister gebraucht. Auf der anderen Seite sind die Verhandlungen quasi schon zum Scheitern verurteilt. Da gibt es keinerlei Fortschritte. Also wir werden weiterhin in der Ukraine kriegerische Auseinandersetzungen sehen. Es ist kein Ende in Sicht. Die kleine Euphorie, die wir hatten mit diesem Eröffnungsgap, hat sich jetzt in eine Umkehrformation umgewandelt. Von daher, die Euphorie ist der Ernüchterung gewichen. Und bevor wir in Hysterie und Panik verfallen, ist meine Empfehlung, diese 14.183 genau zu beobachten. Je nach Risikoaffinität, eigenem Risikoverständnis vielleicht einen Stop zu setzen. Das besprechen Sie am besten mit Ihrem Berater, wo Sie den genau setzen. Vielleicht auch, wenn Sie schon im Gewinn sind im DAX. Aber die 14.183 sind unsere Marke. Damit müssen wir uns zum Ende dieser Woche, übers Wochenende hin und zum Anfang nächster Woche beschäftigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ja trotz dieser Geschehnisse, in denen wir uns momentan alle befinden, ein schönes, sonniges, erholsames Wochenende. Ja, vielleicht fährt der ein oder andere auch in den Urlaub, legt sich an die Insel. Wie gesagt, in der Charttechnik ist es leider ein warnendes Umkehrsignal. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ihr Martin Utzschneider. Servus aus dem Süden.